55 plus eine Generation auf dem Vormarsch. Und die Absicht von diesen Videos, von diesen Predigten oder diese Wahrheiten, die wir verkündigen, ist euch, wie Kay immer wieder sagt, zu motivieren, mobilisieren und multiplizieren, so dass diese Generation tatsächlich effektiv marschieren kann für das Königreich Gottes. Hey, wir sind gerade in dem richtigen Alter effektiv für den Herrn zu dienen. Hey, wir wollen die nächste Generation vorbereiten für alles, was auf sie zukommt. Aber das bedeutet nicht, wir geben ihnen die Staffette und dann legen wir uns hin oder setzen wir uns im Schaukelstuhl hin, sondern wir geben die Staffette, aber wir hören nicht auf zu rennen. Wir rennen weiter, wir laufen weiter, wir gehen weiter, wir kämpfen weiter für die Sache des Königreichs Gottes. Und diese Wahrheiten, die wir verkündigen, natürlich, wie ich immer wieder sage, es ist nicht nur für alte Menschen, ist auch für junge Menschen, für Menschen aller Alter. Es ist die Wahrheit Gottes und die Wahrheit sollen wir als junge Menschen gelernt haben. Das bereitet uns vor für das, was auf uns in diesem Alter zukommt. Es ist nie zu spät zu lernen, zu laufen, zu sprechen. Und wir, das ist unser Thema, Tag für Tag erneuert, wie wir wirklich in der Kraft des ewigen Lebens leben können. Letztes Mal haben wir in Jesu Namen seinen Geist eingeladen, seinen Geist, sein Leben, sein Licht uns völlig zu erfüllen und nämlich jede Zelle, jedes Organ und jede Phase unseres Seins zu erfüllen. Und jetzt gehen wir weiter mit diesem Gedanken, mit dieser Wahrheit, dieses Leben und diese Kraft, diese erneuerende Kraft in unser ganzes Wesen einzuladen. So sagt das mit mir, ich reflektiere darüber, wie sein Geist, wie Leben und Licht meinen Geist füllen, meine Gefühle, Organe im Kopf, meine Gehirnzellen, mein Nacken, Brust, Bauch, Rücken, Beine, Arme, Füße und Hände. Alles mit der Kraft Gottes erfüllt. Wow! So, sag das mit mir. Komm, Heiliger Geist, komm, Leben und Licht Jesu Christi. Sag das jetzt einfach wieder mit mir. Noch einmal mit mir das aussprechen und beten von ganzem Herzen. Komm, Heiliger Geist, komm, Leben und Licht von Jesus Christus. Halleluja. Und jetzt weiter. Fühle mich, erneuere mich. Ich spreche in der Macht Jesu Erneuerung in jedes Organ meines Körpers. Ich weiß, es klingt, wie wir wiederholen manche Dinge, aber eigentlich sagen wir das immer wieder von einem anderen Blickwinkel. Ich spreche, sag das mit mir, ich spreche zu meiner Haut, dem größten Organ meines Körpers.
Ich spreche zu meiner Haupt. Ich befehle Verjüngung und die Wiederherstellung von Elastizität in jede ihren Zellen. Huhuhu. Keine Runzeln. Wow. Frei. Wirklich frei. Leben in jede Zellen. In dem größten Organ meines Körpers, meine Haut. Ich spreche Leben hinein. Ich spreche Wiederherstellung hinein. Wow. Es ist besser als die beste Creme. Die beste, wirklich so dich einzucremen. Und oh, Menschen geben so viel Geld aus für Cremen, um runzelfrei zu sein. Aber hey, tu, was du kannst. Tu, was du kannst. Aber spreche das Leben Gottes in jeden Organ, jedes Organ deines Körpers hinein. Sage zu deiner Haut, Haut, sag das, Haut, empfange Gottes Herrlichkeit in Jesu Namen. Wow, ist das gewaltig? Das ist sowas von herrlich. Ich rufe die Herrlichkeit Gottes hervor, aufzugehen und über mir zu erscheinen, wie Jesaja prophezeite und wie es bei Jesus und Mose zu sehen war. Wow. Ja, das ist, hey, das ist eine wunderbare Wahrheit Gottes. Mach dich auf und werde Licht, und die Herrlichkeit des Herrn wird über euch aufgehen. Wow. Spreche das zu deinem Leben, zu deinem Körper, zu deiner Seele, zu deinem Geist. Ich spreche zu meinen Sehfähigkeiten und Hörfähigkeiten im Namen Jesu. Meine Sehfähigkeiten, meine Hörfähigkeiten in Jesu Namen. Ich rufe hervorgehende Leistung und Genauigkeit in diesen Organen meines Körpers hervor. Augen, Ohren, empfange das Leben Gottes. Augen, Ohren, empfangt das Leben Gottes. Ich erkläre, dass mein Herz und mein Kreislaufsystem stark und gesund sind. Sag das. Ich erkläre, dass mein Herz und mein Kreislaufsystem stark und gesund sind. Ich befehle Gesundheit und Stärke in alle meine Knochen, Muskeln, Sehnen und Gelenke. Meine Lungen und mein Atemsystem pulsieren in Christus und funktionieren in optimale Effektivität. Hey, das sind echt kraftvolle Worte. Ich werde selber wirklich dadurch gestärkt, wo ich das ausspreche. So sprecht das mit mir aus. In Jesu Namen spreche ich Gesundheit und Verjüngung in alle Organe meines Körpers, in die Verdauungs-, Hormon- und Immunsysteme, das Nervensystem,
in die Fortpflanzungsorgane und Ausscheidungsorgane. Mit anderen Worten, einfach Gesundheit und Verjüngung in jedem Bereich, in alle Organe eures Lebens und jedes System. Wow. Ich achte auf meinen Verstand und auf meine Gefühle und als Ergebnis denke ich nur über solche Dinge nach, die wahr, ehrbar, gerecht, rein, gut, liebenswert sind, so wie über alles, das ein Lob verdient. Das kommt aus Philipper 4. Und das haben wir, Kay und ich, haben wir als junge Menschen, wir singen das immer noch. Aber wir haben ein Lied gelernt, als wir auf der Bibelschule waren in den USA. Ein Lied zu diesem Text gelernt. Und haben wir das immer wieder gesungen. Und das ist so ein guter Maßstab, wie wir das erwägen, was Gott selbst wichtig ist. Sag das mit mir. Ich sorge mich um nichts, weil ich alles, was mich betrifft, dem Herrn übergebe. Ich widerstehe negativen, kaputt machenden Gedanken und Gefühle und werfe alle meine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für mich. Ich muss mich nichts mehr sorgen. Halleluja. Sorgenfrei. Jemand sagte, Sorgen ist eine Vergeuderung gute Vorstellungskraft. Ja. Wow. Als Ergebnis davon haben mein Körper, mein Verstand und meine Gefühle keinen Stress, sondern Frieden. Wow. Keinen Stress, sondern Frieden. Ich bin in vollkommenen Frieden aufgehoben, weil ich meinen Geist und mein Herz in ihm festmache. Tue das. Sag das nicht nur, sondern wo du das aussprichst, mach das wirklich fest in deinem Leben. Und hier, meine Jugend wird täglich in Christus erneuert. Ich bleibe in ihm und sein Leben fließt in mir und durch mich. Jetzt geht's weiter. Wenn ich erschöpft bin, lässt Gott meine Kraft wieder zunehmen. Wie ein Adler. Ich empfange neue Kraft. Die Stelle, wo es heißt, in Jesaja 40, wer auf den Herrn wartet, das ist nicht passives Warten, sondern das ist eine Erwartung zu haben. Das ist eine Hoffnung zu haben. Und eigentlich in dem Hebräischen bedeutet es zusammen verflochten mit ihm. So meine Erwartung ist so auf dem Herrn, dass ich mit ihm verbunden bin. Und deswegen empfange ich neue Kraft. Oder wie Hudson Taylor früher sagte, ich tausche meine Kraft aus für seine. Ich habe
nicht die Kraft in mir selbst, um das zu tun, aber ich empfange von ihm dieses ausgetauschte Leben. Ich empfange von ihm das Leben Gottes und das stärkt jeden Bereich meines Lebens. Wenn mir Stärke mangelt, hier geht's weiter, wenn mir Stärke mangelt, lässt er Kraft anwachsen. Ich laufe und werde nicht müde. Ich gehe und werde nicht matt, denn der Herr erneuert meine Kraft, wenn ich auf ihn warte. Wenn ich meine Erwartung in ihm habe, empfange ich neue Kraft. Und ich steige empor wie auf Adlersflügeln. Ich steige empor wie auf Adlersflügeln. Wunderbar. Wunderbar. Geht's weiter. Ich bringe immer wieder Frucht hervor und werde alle Tage meines Lebens von frischer Vision erfüllt sein. Wie Kaleb werde ich der Erfüllung meiner gottgegebenen Bestimmung nachjagen und auch im Alter von 85 Jahren immer noch voller Leben, Tatkraft und Können sein. Ich denke an drei Menschen, wenn ich diese Worte sage. Menschen, die sind wirklich vorbildlich. Die erste Person, an der ich denke, ist Maria Preen. Maria Preen ist wirklich, also mit 80 hat sie umgeschaltet. Und sie war schon im fünften Gang. Jetzt hat sie umgeschaltet auf siebten Gang. Und sie geht vorwärts mit Gott. Und wow, sie ist wirklich erfüllt mit Leben. Wenn du mit ihr sprichst, geht es dir nachher automatisch gut, weil sie ist so voll Leben und Liebe und den Gedanken Gottes und Kraft und Heiligkeit und Gerechtigkeit erfüllt ihr Leben. Ach, was für eine gewaltige Frau. Und dann, ich denke auch an meine Schwiegermutter. Sie ist 91, sie wird 92 im April. Und sie ist frisch bis zum geht nicht mehr. Wenn du am Telefon mit ihr sprichst, du denkst, sie ist 50. Sie ist wirklich, also sie wartet auf den Herrn. Ihre Erwartung ist in Gott und sie empfängt das immer wieder. Und die dritte Person, an die ich hier denke, ist Gary Keller. Ich habe ihn einmal gefragt, ich habe gehört, er war krank. Ich habe ihn gefragt, wie geht es dir gesundheitlich? Und er sagte, ich weiß es nicht, ich nehme an, gut. Und er lebt immer noch in der Kraft des Herrn. Er hat mich einmal gehaut auf den Brust, um seine Art, um mich zu sagen, dass er mich liebt. Und wow, was für eine Kraft. Halleluja. Halleluja. Ich lasse mich, so sagt das mit mir, ich lasse mich von seiner Gegenwart und Herrlichkeit durchdringen. Ich empfange Erfrischung und Gottes Eingreifen in jedem meines Seins. Gepriesen sei der Name des Herrn, der meinen Geist, meine Seele, mein Leib jeden Tag erneuert und wieder
jung werden lässt. Hier ist meine Lieblingsstelle. Wie meine Tage, so sind auch meine Kraft. In Christus bin ich in all meinen Bedürfnissen vollkommen befriedigt, alle Tage meines Lebens. Ich hoffe, ihr habt so viel profitiert wie ich von diesen Proklamationen. Wir stellen sie auf unseren Homepage, ihr könnt die da abholen und ihr könnt die selber beten, ihr könnt die auch revidieren, umschreiben, wie es euch wirklich passt und wie ihr das wirklich in euer eigenes Leben verwenden könnt. Sei gesegnet in Jesu Namen. Amen.